als Autolackiererin tust du eigentlich viele Sachen machen: schleifen, spachteln, polieren, lackieren. Autos putzen gehört auch dazu. Ja. Mir gefällt an dem Beruf das Arbeiten an den verschiedenen Autos. Also du siehst halt wirklich verschiedene Autos, kannst reparieren, dass sie wieder gut aussehen. Meine Bekannten und Kollegen denken einfach fast alle, dass du nur die ganze Zeit schleifen und ja, es nicht so interessant ist, aber eigentlich machst du ganz viele verschiedene Sachen. Emil Frey macht es dich besonders, weil du kommst die Schulbücher bezahlt über in der Lehre. Wenn du die Autoprüfung machst, kommst du einen Teil von Fahrstunden bezahlt über und du machst auch immer wieder Sachen mit dem Team. Für den Beruf sollte man eine ruhige Hand, ein bisschen Geduld und Freude am Beruf haben.